Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich gehe dieses Video mal anders an, als ich das meistens tue und mache jetzt erstmal die Praxis und dann hinterher die Theorie. Vielleicht will der eine oder andere bei der tiefer gehenden Theorie dann ja schon gar nicht mehr zuhören, dann weiß er zumindest so ein paar Praxisbeispiele und ist dann ein bisschen schlauer als vorher. Beim Thema Betreten der freien Landschaft aus rechtlicher Sicht muss ich natürlich darauf hinweisen, dass ich kein Jurist bin und demzufolge keine Rechtsberatung machen darf. Und die ist, glaube ich, soweit ich informiert bin, ohnehin nur für den Einzelfall zulässig und nicht fürs ganz, ganz, ganz Allgemeine. Soll heißen, wenn ihr das macht, was ich sage und trotzdem euch angezeigt werdet und irgendein Richter nicht meiner Meinung ist, dann hat der Richter recht und nicht ich. Also alles ein bisschen mit Vorsicht und gesunden Menschenverstand zu genießen. Und ohnehin, wer jetzt einen auf dicke Hose macht und unbedingt auf sein Recht bestehen möchte, hat sowieso gar nicht so gute Karten, dass er dabei dann gut wegkommt. Zumal, und das auch nochmal vorweg gesagt, im Wald die Forstbehörde grundsätzlich ohnehin immer recht hat. Die meisten Bundesländer haben auch sogar entsprechende Gesetze, die mehr oder weniger besagen, dass die Forstbehörde quasi immer recht hat. Sprich, wenn euch ein Förster des Waldes verweisen will und sagt, hier dürft ihr nicht betreten, dann ist das so. So. Gibt es noch mal ganz paar kleine Besonderheiten, auf die wir dann im Theorieteil unter Umständen noch eingehen. Weiß ich noch nicht. Und jetzt legen wir erstmal los mit der Praxis. Wo ich jetzt hier stehe, man kann schon daran sehen, dass um mich herum jetzt gar nicht so viel Zeug auf dem Boden wächst. Ne? Das ist ein normaler Wald. Davon zeige ich euch noch ein paar andere Beispiele, spaßeshalber. Nachher, damit es auch jeder begriffen hat. Sowas darf man in allen deutschen Bundesländern betreten und in allen deutschen Bundesländern außer Schleswig-Holstein darf man das auch zu jeder Tages- und Nachtzeit tun. Es gibt lokale Ausnahmen, aber auf die kommen wir dann gesondert zu sprechen. So ein normales Waldbild hier eben ist das, was klassischerweise zu Erholungszwecken nach dem Bundeswaldgesetz und sämtlichen Landeswaldgesetzen betreten werden darf. Jawohl, ja. So, kleiner Exkurs. Sowas wie hinter mir hier mit Zaun und kleinem Schuppen und so weiter und so fort ist ja ganz eindeutig als Privatgrundstück zu erkennen. Das ist keine freie Landschaft und kein Wald. Das darf nicht betreten werden, weil das gehört, ja, das ist ein Privatacker, Grundstück, wie auch immer, hat mit dem Waldgesetz und mit dem Gesetz zur Betretung der freien Landschaft überhaupt nichts zu tun. So, dass das gleich mal geklärt wäre. Zu Demonstrationszwecken stehe ich hier in forstlichen Jungpflanzen, also deutlich als Baum zu erkennen, wenn sie dann mal groß sind. Und in so einer, sei es Anpflanzung oder Naturverjüngung von forstlichen Jungpflanzen, nennen wir es jetzt einfach mal so, darf man sich nicht aufhalten. Ich stehe hier jetzt drin zum Zeigen. Ich denke, das ist jetzt im Rahmen dieses Videos mal okay. Normalerweise müsstet ihr eben um sowas einen Bogen drumherum machen. Da dürft ihr nicht reinlatschen. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen auf der Kamera. Für die Unterscheidung ist übrigens durchaus wichtig, ob es sich um Naturverjüngung, die also quasi davon alleine hochgewachsen ist, oder wirklich eine Anpflanzung durch die Forstwirtschaft handelt. Denn in den meisten Bundesländern darf eine Naturverjüngung mehr oder weniger, also es ist zumindest eine rechtliche Grauzone und damit eigentlich ja quasi erlaubt, betreten werden. Da kann euch keiner was. Wenn es hingegen jemand wirklich absichtlich dahin gepflanzt hat, dann dürft ihr in keinem Bundesland, vielleicht noch mit Ausnahme, mit ein ganz paar kleinen Ausnahmen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, dürft ihr dann da nicht reinlatschen. So. Hier nochmal ein zweites Beispiel für Naturverjüngung, die wahrscheinlich nicht betreten werden darf. Da stehen schon reichlich junge Bäumchen rum und wenn man da jetzt mitten durchrennt und die quasi über den Haufen läuft und niedertritt, dann entsteht da tatsächlich ein gewisser Schaden an der Forstwirtschaft und deswegen ist das Betreten von sowas verboten. Das Blöde ist jetzt nur, dass es halt erstens mal für den Laien und auch für den Experten keine genaue Grenze gibt, wo eine Naturverjüngung ist, die nicht betreten werden darf. Weil so ein ganz kleines bisschen Naturverjüngung findet man zum Beispiel auch hier. Wenn man sich hier ein bisschen umguckt, da steht auch mal hier und da so ein ganz kleines Bäumchen auf dem Boden rum.
Das würde ich jetzt allerdings so interpretieren, dass es hier nicht so viel Naturverjüngung ist, dass es schon ein Betretungsverbot rechtfertigt. Ist halt eben schwierig, die Sache mit der Naturverjüngung da jetzt genau sagen zu können, was ist richtig, was ist falsch. Ich würde jetzt noch sagen, hier kann man noch durchlaufen, aber das ist wie gesagt wirklich nur meine Meinung. Und hier steht jetzt schon wieder ein bisschen mehr Zeug rum. Da wird es jetzt schon wieder ein wenig kritisch. Ist also, wie gesagt, gar nicht so einfach. Hier haben wir ein Beispiel für eine ganz eindeutig als Anpflanzung erkennbare Fläche. Sowas darf in keinem Bundesland betreten werden, also wirklich in gar keinem. Da habt ihr nichts drin zu suchen, weil da könntet ihr ja irgendwelche Dinge niedertrampeln, die da theoretisch zwischen den Verbissschutzhülsen auch noch hochkommen und möglicherweise wertvoll sind. Und man kann hier auch ein paar einzelne Stämmchen ist, glaube ich, das richtige Wort, erkennen, die auch schon keine Hülse mehr haben. Und da möchte man einfach vermeiden, dass die jungen, empfindlichen Pflanzen beschädigt werden. Also das darf nicht betreten werden. Das ist eine Ausnahme vom Betretungsrecht. Dann haben wir hier ein weiteres Beispiel für nicht betretbare Fläche, nämlich ein Dickicht, Gestrüpp. Irgendeine Ansammlung von Sichtschutz in Anführungszeichen, die in diesem Fall deswegen nicht betreten werden darf, weil sich da drin irgendwelche Tiere verstecken könnten und allein die Möglichkeit, dass sie es könnten, führt dazu, dass man sie nicht betreten darf, diese Fläche, weil man ja unwissentlich und vielleicht auch unwillentlich, aber doch irgendwo absichtlich, dadurch, dass man so eine Fläche betritt, Tiere in ihrem Rückzugsort stört. Oder da ist ein Vogelnest drin und dann stört man die Eltern beim Füttern oder irgendwelche anderen Beispiele, die euch zu diesem Thema einfallen mögen. Also sprich, in einem Dickicht, in einem geeigneten Rückzugsort für Tiere, Versteck, Nistplatz, was auch immer, Höhle, wenn da jetzt eine drin wäre, angenommen, das darf alles nicht aufgesucht werden aus tierschutztechnischen Gründen. Wenn es sich um so kleine Gebüsche handelt wie das ich euch jetzt gerade gezeigt habe, sollte man, wenn man ganz korrekt sein will, sich diesem auch am besten gar nicht erst nähern, weil wenn dann halt eben was drin hockt und man steht 2 Meter daneben, ist das genauso gut, wie wenn man mitten reingerannt wäre. Fast. Und das ist auch schon wieder umstritten, also auch da gibt es keine hundertprozentige, hier darf ich nicht Regelung. Wer übrigens auf Nummer sicher gehen will, tut sich immer gut daran, wenn er irgendwelchen als Pfad erkennbaren Faden im Wald folgt oder Rückegassen oder ähnliches, weil wenn das schon erkennbar ist als eine Art Weg, ist das jetzt schon auch nicht mehr, aber zumindest als eine Art Trampelfahrt oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, dafür fällt mir jetzt kein geeigneter Begriff ein. Sowas ist grundsätzlich weder eine Naturverjüngungsfläche, noch irgendein Dickicht, noch sonst irgendeine Fläche, die nicht betreten werden darf. Wenn ihr auf sowas rumlauft, habt ihr quasi so den Kompromiss zwischen ihr lauft querfeldein, also sprich nicht auf der Straße und schon mitten im Bestand, aber halt eben doch nicht da, wo ihr möglicherweise in der Naturverjüngung rumlauft. Also vielleicht einfach, sofern möglich und sofern ihr damit einigermaßen klarkommt, im Zweifelsfall auf sowas unterwegs sein. Mache ich im Übrigen auch meistens so. Aha, das passt jetzt gerade gut zum Thema. Habe gerade da vorne, warte, ich zeige euch mal wo, hinter dieser Dickung, an der ich euch gerade zeigen wollte, was eine Dickung ist, die ist schon grenzwertig, die ist schon fast keine Dickung mehr, ist gerade ein Reh stehen geblieben, hat geguckt, hat festgestellt, dass ich ihm nichts tue und ist wieder weiter gehoppelt. Das Tier war also nicht hochflüchtend und hat sich jetzt durch meine Anwesenheit zumindest nicht stark gestört gefühlt. Jetzt kann man wieder diskutieren, musste das Reh jetzt unglaubliches Leid ertragen, dadurch, dass ich jetzt hier durchgelaufen bin, was damit vermeidbar gewesen wäre, dass ich hier nicht durchgelaufen bin, oder gehört das zur natürlichen Lebensweise eines Fluchttiers wie dem Reh dazu und das muss einfach für das Reh akzeptabel sein, dass es auch noch andere Lebewesen in seinem Lebensraum gibt. Das ist die große Frage. Das kann keiner so wirklich beantworten. Da gibt es jede Menge Meinungen dazu und ich möchte da versuchen, neutral zu bleiben. Irgendwann sage ich vielleicht auch mal meine Meinung, aber fürs Erste bin ich auf jeden Fall da neutral. Rechtlich gesehen war jetzt hier alles korrekt. Ich bewege mich hier auf dieser Rückegasse. Ne? Das darf ich. Wenn sich jetzt das Reh dadurch gestört gefühlt hat, hat es einfach das Problem vom Reh, rechtlich gesehen. Tja, hier haben wir jetzt auch wieder so ein schönes Beispiel. Da weiß man es nicht so hundertprozentig, beziehungsweise kommt es auf den Einzelfall an. Hier bei den Bäumen jetzt hier direkt vor mir, so den
Vordergrund. Das ist auf jeden Fall nicht so dicht, dass man sagen würde, das ist ein geeignetes Versteck fürs Wild. Es ist auch keine Forstkultur und es gibt auch keine Naturverjüngung am Boden, die ihr hier sehen werdet. Da ist nämlich auch kaum Licht auf dem Boden. Hier gibt es überhaupt nichts. So gesehen, das darf man jetzt problemlos betreten. Überhaupt kein Thema. Interessant wird, wenn wir jetzt nach da hinten gucken, wo die Bäume schon noch mal wieder eine Ecke dichter stehen, auch noch etwas jünger sind. Und da könnte man jetzt fast schon sagen, dass das noch so Ansätze einer Dickung hat für den Laien. Es ist keine mehr, aber wenn ihr das wirklich abschließend beurteilen wollt, müsstet ihr halt schon wirklich Experte sein und da wird es schwierig. Ich gehe da noch mal ein bisschen näher ran. Ja, also wenn man jetzt so mittendrin steht, dann müsste es auch einigermaßen logisch nachvollziehbar sein, dass das jetzt hier als gutes Versteck für irgendwelche Wildtiere nicht mehr in Frage kommt. Man kann da schon noch ganz gut reingucken. Die haben hier jetzt nicht wirklich was, wo sie sich wahnsinnig gut verstecken können. Und unglaublich viel Futter, also einen besonderen Rückzugsort zum Fressen, stellt das hier auch nicht dar. Also da dürfte man jetzt schon noch rein. Aber wenn es ein bisschen dichter wäre, dann wären wir schon wieder grenzwertig. Ne? Also das ist so die Grenze des Ja, hier darf man. Bisschen dichter. Grenzwertig, noch ein bisschen dichter, ist nicht. Das irgendwo näher hingehen, um einschätzen zu können, ob man jetzt nun da betreten darf oder nicht, ist auch schon wieder fragwürdig, weil in die Nähe eines Rückzugsortes von Wildtieren gehen, stört die ja auch dann wieder, ne? An ihrem Rückzugsort, wenn man sich diesem auch nur nähert. Andererseits, wenn man sich diesem nicht nähert, kann man gar nicht beurteilen, ob es ein Rückzugsort ist oder nicht. Und das sind halt so Sachen, da kommt es auf den Einzelfall an und das muss dann vor Ort beurteilt werden. Da gibt es auch gar keine wirklich so exakte Regelung zu. Es gibt verschiedene Auslegungen, aber nichts, was in Stein gemeißelt wäre. Solche Wiesen im Wald, sofern da jetzt auch nicht gerade irgendeine umzäunte Fläche mit Schuppen drauf ist, die aussieht wie ein Schrebergarten, also oder sowas wie dieses Häuschen da hinten, darf auch grundsätzlich betreten werden, denn das ist juristisch Wald. Es gibt da keine forstliche Verjüngung drauf. Es gibt auch keine sonstigen Anpflanzungen, Kulturpflanzen oder sonst irgendwas am Boden, was man kaputt machen könnte, wenn man drauf tritt. Also sowas darf uneingeschränkt betreten werden. Und wild stört man da natürlich auch nicht in dieser ebenen Fläche. Da kann sich's ja nicht verstecken. Meiner Meinung nach darf übrigens auch unterschieden werden, ob man sich gerade im Winter oder im Sommer im Wald rumtreibt. Denn im Winter sind Gebüsche, die im Sommer sehr wohl als Wildversteck taugen, nicht so gut geeignet, weil Laub fehlt unter Umständen. Und auch da ist es nicht genau rechtlich definiert, aber meiner Meinung nach ist das im Winter dann kein geeigneter Rückzugsort fürs Wild. Und da ist auch nicht damit zu rechnen, dass da drin sich dann ein Wild gut sichtbar aufhält, weil es ihm überhaupt keinen Sichtschutz bietet. Aber meine Meinung, das ist, wie gesagt, schwierig. Hm? Hier kann ich euch jetzt nochmal schön zeigen. Normaler Wald, betretbar, ne? All das hier, mehr oder weniger, kleinräumig vielleicht Probleme mit Naturverjüngung. Das ist eine klassische Dickung. Die gucken wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Wenn ihr sowas von der Ferne seht, wisstet ihr ja schon, das ist eine Dickung, da darf ich nicht rein. Dann solltet ihr eigentlich, wenn man das Ganze streng auslegt, schon gar nicht erst hingehen, um es euch genauer anzugucken. Ich mache das jetzt trotzdem zu Demonstrationszwecken. Wir haben es jetzt hier quasi mit einer Laubholz-Nadelholz-Mischdickung zu tun. Und eben im Winter, mir fällt kein logisch nachvollziehbares Argument ein, weshalb jetzt das Ding hier im Winter, diese Laubholzgeschichte, nicht betretbar sein sollte. Gibt keine Verjüngung, die man kaputt tritt. Die Bäume macht man auch nicht kaputt, indem man sich dazwischen durchschlängelt. Und ja gut, also mutwillige Zerstörung, dass jemand so dämlich ist, dass er die Dinge alle beim Vorbeilaufen umreißt. Also das möchte ich jetzt niemandem unterstellen. Hingegen ist die Sache eindeutig. Bei diesem Waldbild hier, da kann man kaum reingucken, das ist ein geeignetes Versteck für Wild, insbesondere auch für die Wildsau. Es sollte also mal davon abgesehen, dass es verboten ist, auch durchaus in eurem eigenen Interesse sein, nicht in sowas rumzustapfen, weil da kann man tatsächlich gerade jetzt im beginnenden Frühjahr die Wildsau beim Nachwuchs produzieren, naja nicht beim Produzieren, sondern beim Bekommen, eben stören und das wäre eine schlechte Idee. So rein aus persönlichen Gesundheitsaspekten gesehen. Ne?
Und bevor mir jetzt jemand unterstellt, dass ich jetzt doch gesagt habe, dass das Wildschwein ja doch gefährlich ist, ich habe nie behauptet, dass das Wildschwein völlig ungefährlich sei. Ich habe nur behauptet, unter normalen Bedingungen, wenn man sich im Wald vernünftig verhält und sowas reinlaufen, so eine Dickung, ne? Da hinten, das ist nicht vernünftig. Ne? Also in diesem Rahmen, wenn man so einen Scheiß macht, dann ist die Wildsau auch gefährlich. Eine Dickung ist übrigens auch dann noch eine Dickung, wenn die Dickung wie hier einen Eingang in Anführungszeichen hat. Da dürft ihr trotzdem nicht reinlaufen. Nur ein wirklich als Weg zu erkennender Weg, also eine Vorstraße oder ein gut ausgebauter Trampelpfad, berechtigen dann wieder eine Dickung zu durchqueren, weil halt ein offizieller Weg durchgeht. Ist alles kompliziert. Und hier haben wir halt eben nochmal so eine grenzwertige Laubholzdickung. Jetzt im unbelaubten Zustand, kein Problem. Im Sommer sehr, sehr grenzwertig. Vielleicht gerade noch so in Ordnung bei der Dichte. Gerade hier ist jetzt so eine etwas lichtere Stelle. Aber im Zweifel lieber sein lassen. Vielleicht als Faustregel, ein Wald, der so dicht ist, dass man sich darin spontan eher unwohl fühlen würde, als normal denkender Mensch, nicht als irgendwie der krasse Obersurvivaler. Sowas ist ein Rückzugsort für Wild und da dürft ihr nicht rein. Es gibt übrigens auch ein paar Landeswaldgesetze, die das auch aus anderen forstlichen Gründen verbieten, dass man da reingeht. Aber mindestens wegen dem Bundeswaldjagdgesetz ist das nicht okay. Aber so Theoriesachen, wie gesagt, das kommt später noch. So, hier haben wir jetzt nochmal ein Beispiel für lieber nicht drin rumlaufen Naturverjüngung. Ne? Die kleinen Tannen hier. Und da hinten gibt es noch jede Menge Bergahorn, da sind auch noch ein paar Buchen dazwischen. Da hinten sind ein paar Eichen. Hier steht schon jede Menge junges Gehölz rum. Zwar ist der Waldbestand so eigentlich relativ licht, aber gerade das ist eben kritisch. Wenn er so licht ist, dass viel Licht auf den Boden kommt, dann kommt auch viel Naturverjüngung hoch. Und die ist halt eben jung und empfindlich. Und hier würde ich jetzt sagen, geht man eben außen rum und nicht mittendurch, im Idealfall. Oder sucht sich irgendeinen kleinen Trampelpfad, der da durchführt. Dann ist es auch okay, wenn auf diesem Trampelpfad eben nichts wächst. Also an diesem Waldbild hier will ich es jetzt noch so als, ja, ich glaube, vorletztes Beispiel praktischer Art erklären, wie man jetzt hier grauzonenmäßig einigermaßen durchkommt. Ihr seht, hier überwiegend Brombeergestrüpp. Da ist nicht mit großartiger Verjüngung drin zu rechnen, weil die Brombeere zu viel Konkurrenz für die jungen Bäumchen ist. Also, da darf ich durchlaufen. Dann sind die Tannen da hinten noch nicht so hoch, dass sie so einen wirklich guten Rückzugsort für das Wild darstellen. Sollte das Wild da fressen wollen, darauf braucht man keine Rücksicht nehmen. Im Gegenteil, da wäre es eigentlich ganz gut, wenn das Wild da ferngehalten wird. Tannenverbiss ist nicht so gern gesehen. Und hier haben wir jetzt offensichtlich so eine Art Weg. Und auf sowas dürfen wir ja auch rumlaufen. Handelt sich mal wieder um eine Rückegasse im Übrigen. Eine alte. Solange man jetzt hier so einen kleinen Trampelpfad zwischen der Verjüngung hat, ist man halt eben in einer rechtlichen Grauzone. Und jetzt stellt meine Kamera nicht scharf. Und das ist okay, weil wenn ich hier rumlaufe, dass ich irgendwelche Forstpflanzen kaputt mache, kann man mir jetzt nun wirklich nicht unterstellen. Würde ich jetzt hier durchbrechen, sähe die Sache natürlich ganz, ganz anders aus. Das geht überhaupt nicht. Das ist ja auch schon keine einfache Naturverjüngung mehr. Das ist ja schon fast ein junger Waldbestand. Diese Übergänge, wo jetzt genau die Grenze ist und so weiter und so fort, braucht ihr als Laie natürlich nicht zu wissen. Einfach mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen, dann klappt das einigermaßen. Also auch hier, da gehe ich jetzt hier lang, biege hier rechts ab und laufe hier vorsichtig zwischendurch, ohne diese beiden Tännelchen kaputt zu machen, kann dann weiterstapfen, so Richtung da hinten, wo wir einen klassischen Buchenbestand ohne Unterwuchs haben, da mache ich dann auch nichts mehr kaputt. Also ich mache hier keine Schäden, aber eigentlich bin ich schon in der Grauzone, weil ich mich hier schon in einem größeren Verjüngungsfleck in Anführungszeichen befinde. Und da ich mich in Baden-Württemberg befinde und da kommt ein sehr lautes Flugzeug, ist das eben schon wieder grenzwertig, ne? Also eigentlich sogar verboten. Hier mal noch ein Bild, weshalb es nicht sinnvoll ist, in sowas rumzulaufen. Wie schnell tritt man, wenn man es halbwegs eilig hat, da mal so eine kleine Tanne pullert. Das überlebt die zwar unter Umständen durchaus, aber muss ja auch nicht sein, ne? Wenn ihr übrigens in einer Gegend lebt, wo es naturverjüngungstechnisch sehr miese Wälder gibt, wo es keine Naturverjüngung gibt, habt ihr damit auch kein Problem. Was übrigens auch meiner Meinung nach ein Argument ist, weshalb manche Bundesländer, das sind nämlich vornehmend die, die kaum Naturverjüngung haben, kein Betretungsverbot für Naturverjüngung in ihrem Landeswaldgesetz drin haben, denn da gibt es eh keine.
traurig, aber könnte was dran sein. Aber das ist nur Spekulation von mir. Bevor wir zur Theorie kommen, noch mal ein letztes Mal Praxis. Das hier sind so kleine Inseln, die möglicherweise im Sommer, wenn da noch ein bisschen anderes Grünzeug drumherum wächst und so weiter, als kleiner Rückzugsort fürs Wild funktionieren könnte. Das dürft ihr ignorieren. Das ist so klein, das ist unrealistisch, dass da was drin hockt. Halte ich für persönlich für Blödsinn, wenn man sich vor sowas speziell in Acht nimmt. Mag wieder andere Leute möglicherweise anderer Meinung sein. Hingegen, Gegenbeispiel, so eine zusammenhängende Fläche von wirklich viel Deckung, wo sie auch ein bisschen Platz haben, innerhalb der Deckung sich noch ein bisschen bewegen können. Sowas ist sehr wohl ein Rückzugsraum und da würde ich jetzt auch nicht reinlatschen wollen. Mache ich jetzt auch nicht im Übrigen.